Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Contraband Police, der Prolog. So, wir haben jetzt hier nochmal die Summary von der letzten Folge. Wir hatten noch ein bisschen Maintenance, das verstehe ich gerade aktuell nicht. Wir hätten wahrscheinlich noch irgendwas machen müssen, was ich übersehen habe. Aber ansonsten haben wir unterm Strich 570 Rubel, nenne ich sie mal, bekommen. Wir schreiben den 16.04.1981 und starten unseren nächsten Arbeitstag. Und da werden wir dann direkt in die nächsten Tätigkeitsfelder, beziehungsweise, ja, nicht einge. Wir werden das Tätigkeitsfeld ein bisschen erweitern. Wir bekommen mehr Befugnisse, das wollte ich eigentlich sagen. So, eine neue Zeitung gibt es nicht. Wir könnten, tatsächlich auch hier nochmal unsere Notdurft, aber das lassen wir jetzt am Rande. Da hängt unsere Wäsche noch. Patriotisch, wie wir sind. Hier drüben, ich glaube, diese Bucht wird auch noch interessant. Da werden dann bei Bedarf Lastwagen entladen und so, wenn wir da irgendwie mal ein bisschen genauer hinschauen wollen. So, okay, jetzt wird es interessant. Hier auf diesem Infoboard gibt es zwei Verdächtige, die möglicherweise hier unseren Grenzposten passieren. Die müssen wir uns dann deutlich genauer anschauen. Die sind verdächtigt, eben Schmuggelware bei sich zu führen. Der eine irgendwo, also der rechts hier irgendwo in seinem, also im Innenraum des Fahrzeuges. Hier steht auch dabei, was es um welches Fahrzeugtyp es sich handeln soll. Und der hier drüben versteckt offenbar Dinge in den Reifen. So. Ich glaube, jetzt müssen wir sie erstmal reinlassen, die Kollegen. Das mit der Maintenance, mit der Wartung, warum ich da irgendwie Geld verloren habe. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas zwischenzeitlich hätte reparieren sollen oder so. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber egal. Wir lassen den nächsten rein. So, dann schauen wir gleich mal, was das für ein Vehikeltyp hier ist. Und dann schauen wir mal, ob der auf unserer Liste auftaucht. So, hier mit den Papieren. Man sieht auch schon, jetzt können wir schon eins mehr machen. Also wir könnten ihn jetzt auch auffordern, das Fahrzeug zu verlassen. Wir schnappen uns erstmal seine Papiere. So, das handelt sich um einen Savette. So heißt das Fahrzeug. Purple Savette, das ist ja genau schon der. Das ist der. Und der scheint irgendwo in seinem Auto möglicherweise was versteckt zu haben. Den bitten wir direkt mal zum Aussteigen. So, dann sagt mir mein Vorgesetzter, wir brauchen Werkzeug. Ganz nach meinem Geschmack einfach ein Tactical Knifechen. Taktisches Messer. Das nehmen wir mal an uns. Jetzt weiß ich auch nicht, sollen wir direkt anfangen, hier die Sitze aufzuschlitzen? Oder sollen wir vielleicht noch mit der normalen Kontrolle auch noch fortfahren? Machen wir kurz augenscheinliche Prüfungen hier. Also, am Auto scheint wirklich alles in Ordnung zu sein. Wir schauen uns das Kennzeichen an. OGH6281DQ. Das passt alles soweit. Ausweis ist noch gültig. Das passt. Das ist auch noch gültig. Wir wiegen die Karre natürlich noch. Ist auch in Ordnung. Gut, dann schlitzen wir die Sitze auf, ganz klar. Irgendwo hier hat er wahrscheinlich was versteckt. Wir werden es gleich rausfinden. Ah, sieh mal einer an. Da ist schon die gesammelte Schmuggelware. Schlitzen das mal ganz auf. Und sieh da. Tabakschmuggler. So, weiter am Fahrersitz. Wir werden alles finden. Und dann kommst du in den Knast, Kollege. So, gehen wir noch hinten rein, Rücksitzbank. Da ist doch noch... Ah, da ist noch mehr. Sieh mal einer an. Okay. Dann schlitzen wir das hier hinten noch auf. Da wird sich doch noch mehr finden lassen. Drogen hat er auch noch dabei. Kokain, ich glaub's ja nicht. So, kriegen wir die Sitzbank an sich auch noch hier geöffnet. Sehr gut. Oh, da hat er eine Menge Zeug dabei. Hör mir auf. Der wollte es aber genau wissen. Und so wollte der wirklich in meine wunderbare Republik, der Namen mir entfallen ist, fahren. Ich glaub's ja nicht. So, haben wir alles aufgeschlitzt? Kommen wir hier hinten vielleicht auch noch dran? Nee, das funktioniert nicht. Weiß nicht, ob das schon alles war. Die Sitzpolster, gehen die auch noch? Ah, die gehen auch noch, oder? Ja, sieh mal da an. Kohle. Kohle. Dann machen wir hier auch noch auf. Alles vollgestopft. Hier die ganze Karre. Ich glaub's ja nicht. Nicht schlecht. Okay, schauen wir mal. Aber noch irgendwo mehr. Ach, sieh mal einer an. Ich glaube, hier lohnt es sich wirklich noch ein bisschen genauer hinzuschauen. Motorhaube auf. Ah, super. Also ich kann mich... Die Motoren, ich finde es großartig, wie die gemacht sind. Hier mit dem Zündverteiler. Das Luftfiltergehäuse hier mit dem Ansaugstutzen.
Schön gemacht. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ist übrigens, Publisher ist übrigens Playway. Die haben auch U-Boat rausgebracht. So, gut. Ich glaube, mehr. Den Platten hat er auch noch. Das werden wir ihm natürlich auch noch ankreuzen in der Liste. Oder war ich das mit dem Messer? Könnte auch sein. Ja, wir kreuzen mal den Platten an. Aber ansonsten, ich meine, der Rest ist, glaube ich, ziemlich egal, weil der kommt jetzt einfach in den Knast und fertig. So, Kollege. Bin durch. Festgenommen. Da schließt sich der Achter. Und ab hinter schwedische Gardinen. Gesiebte Luft gibt's fortan für dich zu atmen. Tür zu. Noch ein besseres Gefühl, muss ich sagen. Großartig. Wir haben unseren ersten Gefangenen gemacht. Ich freue mich. So, er passt auf den Kollegen auf. Der auch einen wunderbaren Arbeitsplatz, ne? Starrt den ganzen Tag hier die Wand an. Einzige Abwechslung hier, eine grüne Schreibmaschine, hübsches Plakat. Und jetzt hat er auch noch ein bisschen Gesellschaft. Finde ich ja super. Ja, ich freue mich. Okay, ah ja, genau. Hier machen wir noch zu, dann haben die ihre Ruhe und dann müssen wir noch hier die Schmuggelware irgendwie hier abladen. Wie ging das nochmal? Inspekt, kommt alles hier rüber. So. Schotten dicht. Und der Kollege hier drüben wird sich jetzt um das Vehikel kümmern. Sehr schön. Nochmal Bildchen fürs Erinnerungsfotoalbum hier gemacht. So, Clear Inspection Zone. Sehr schön, vielen Dank. Können wir das noch schnell durchgehen hier? Ja, plus 310. Irgendwas haben wir zwar noch übersehen. Moment. Ah, da wäre echt noch mehr drin gewesen. 11 und wir haben 8 gefunden. Krass. Ich meine, ich habe das ganze Ding auseinandergenommen. Alles aufgeschlitzt. Da müssen wir in Zukunft ein bisschen genauer hinsehen. Okay, wir bekommen noch mehr Werkzeug hier. Sehr gut. Ach, geil. Schaut euch das an. So muss das sein. Was haben wir denn hier? Pitchfork. Also eine Mistgabel. Mit der Axt. Ich versuche das gerade hier zu lesen. Mit der Mistgabel machen wir die Reifen auf. Mit der Axt, damit ist wahrscheinlich hier der Eispickel gemeint. Hard Stuff, like Fuel Tanks. Also den Tank können wir auch aufmachen. Tatsächlich. Und hier haben wir noch eine Brechstange. Großartig. Das ist ja ganz nach meinem Geschmack hier. Lassen wir gleich den nächsten rein. Ich freue mich. So. Einspaziert. Was für ein schönes Spiel. Ich kann es nur empfehlen. Wie gesagt, das kostet nichts. Ist einfach nur so eine Art Demo-Version. Gönnt euch das. So, her damit. Wir kontrollieren erstmal. Her mit dem Personalausweis. Wir schauen direkt noch auf unsere Liste. Wir hätten ja noch einen. Efsai heißt der Driver. Wen haben wir denn hier? Das wird er wohl nicht sein. Dann war aber hier auch noch ein Teil der Registrationsnummer. H. ZY ist definitiv nicht der Fall. Also er wird wahrscheinlich keine Schmuggelware dabei haben, denke ich mal. Dann müssen wir jetzt wieder umschalten in den normalen Modus und schauen, ob hier alles in Ordnung ist. HUH 111 8JM. Passt. Grasduk ist das Fahrzeug. 5800 Kilogramm. Schauen wir mal, ob das in Ordnung geht. 3480, der ist noch gut drunter. Schönes Fahrzeug. Sieht auch wirklich auf den ersten Blick also macht einen sehr gepflegten Eindruck. Bis auf die Scheibe hier drüben. Also da ist schon mal eine kaputte Scheibe. Kann man die Scheibe eigentlich wieder hochkurbeln? Geht das? Nee, geht nicht. Licht würde ich gerne anmachen. Komm mal raus hier, komm. Einmal raus. Die meckern auch die ganze Zeit rum. Das kriegt man wahrscheinlich nicht so mit, weil ich den Sound so leise gedreht habe. Aber die versuchen einen schon so ein bisschen unter Druck zu setzen. Aber wir lassen uns natürlich nicht irritieren. Wir nehmen uns alle Zeit der Welt, die wir brauchen. Geil, den Motor hier mittendrin. Das ist mal rustikal. Sehr schön. Fetter Motorblock. Das sind ja 5, 6, 7, 8 Zylinder. Nicht schlecht. Handschuhfach gibt es keins. Dann gehen wir hier wieder raus. Notieren direkt mal die kaputte Scheibe. Broken Windows einmal. Reifen sind alle in Ordnung. Könnten wir natürlich ändern. Was ist das da hinten eigentlich? Ja, zumindest keine Schmuggelware oder dergleichen.
Beleuchtung ist in Ordnung. Wir schauen mal hier hinten rein. Okay, aber da scheint, da ist nichts drin. Und ich sehe jetzt auch keine Möglichkeit, wo er irgendwas versteckt haben könnte. Deswegen schauen wir uns die Papiere noch ein bisschen genauer an. Abgelaufen ist nichts. Das ist alles noch in Ordnung. Die Nummern passen zusammen. Das stimmt alles überein. Der Name. Man muss wirklich ganz genau hinschauen. Da ist noch manchmal einfach nur ein Buchstabe falsch. Hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge schon. Aili Normella, das passt alles. Schauen wir uns noch den Stempel an. Das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig. Wo ist es denn? Wo kommt der her? United Rally. United Rally. Das können wir mal vergleichen hier. Das geht in Ordnung. Und der Stempel sieht auch gut aus. Match. Bei so einem großen Fahrzeug bin ich doch immer so ein bisschen skeptisch, dass das wirklich alles in Ordnung geht. Aber scheint wirklich alles in Ordnung zu sein. Foto? Ja, es ist definitiv er. Hat sogar den gleichen Pulli angehabt. Damals, als er das Bild gemacht hat. Vehicle Type, Papers, Background. Müsste eigentlich alles in Ordnung sein, ne? Ich denke, den können wir tatsächlich durchwinken. Am Fahrzeug selbst haben wir nichts übersehen. Oder sollte der nicht hinten noch eine Stoßstange haben? Ich würde schon sagen, das kreuzt mir ihm auf jeden Fall mal an. Die Lichter vorne waren, glaube ich, auch in Ordnung. Na gut, okay. Rückspiegel sind beide dran. Ja, der darf fahren. Oder sollen wir vielleicht doch mal, warte mal. Was passiert denn jetzt, wenn? Also er ist eigentlich, ist er nicht auf der Liste, aber wir machen trotzdem mal hier. Okay. Unjustified Vehicle Damage, okay. Können wir ihm das jetzt ankreiden eigentlich? Das wäre natürlich zu geil. Ah nee, okay, das ist jetzt durchgestrichen und hat mir ein bisschen Geld abgezogen. Okay, mein Fehler. Tut mir leid, kriegst deinen Ausweis wieder. Das mit einem Platten. Dürfte ich den jetzt? Ja, ich dürfte wahrscheinlich schon, aber das wäre dann auch ein Fehler und dann kostet mich das auch wieder Geld. Okay. Du darfst rein. Einfach noch einen Platten reingestochen. Oh Mann, was für ein wunderbares Spiel. Moment, ich mach noch zu hinten. So, gute Fahrt. Viel Spaß in meiner geliebten sozialistischen Republik. Papers clear. Valid Entry. Müsste alles, glaube ich, soweit. Missing Bumpers. Dachte, ich hätte das noch angekreuzt. Habe ich das jetzt übersehen? Pff, vergessen anzukreuzen wahrscheinlich. Gut. Aber solide Kontrolle, würde ich sagen. Lass mal gleich den nächsten rein. Was haben wir denn da? Wir schauen gerade nochmal nach. Efsai müsste Fahrername und HZY ist hier jetzt erstmal nicht dabei. Okay, nehmen wir mal nur die Papiere an uns. Plattfuß sehe ich schon. Der sieht auch schon. Oh, gut, zwei Plattfüße. Oh, das wird teuer, Kollege. Das wird teuer. Zwei Platte schon mal. Schon mal kein guter Anfang. Osin Sojunov, Osin Sojunov. Wir wiegen mal. Wobei er nichts geladen hat, also da müsste er ja drunter sein. Die ganze Zeit die Taschenlampe an. Ja, der ist deutlich drunter. Stoßstangen. Hier ist ein Licht kaputt. Also, wenn das die Stoßstange darstellen soll, dann hat er sie. Und hier vorne auch ein kaputtes Licht. Rückspiegel beide dran. Fensterscheiben. Da ist tatsächlich eine kaputt. Die kann man schnell mal übersehen. Also Fensterscheibe und was war das andere noch? Ich habe schon wieder vergessen. Ein kaputtes Licht, ne? Und ein kaputtes Fenster. Kotflügel sind alle dran und so weiter. Das geht also in Ordnung. Ah, mamam. Oh, abgelaufen. Date of Expiration. Der ist abgelaufen. Also keine Chance, in mein Land zu kommen. Wo haben wir es denn? Expiration Date. Das wird angekreuzt. Und wir werfen noch einen kleinen Blick drauf. Die Nummer IX ist auch falsch. Das ist nicht in Ordnung. Ja, da kommt einiges zusammen, Kollege. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Bild. Foto. Das ist er auch nicht, ne? Das passt nicht zusammen. Auf gar keinen Fall. Foto, ja, das reicht mir schon. Ich habe genügend gesammelt. Du kannst dich gleich wieder verziehen, Kollege.
Tschüss. Zurück, wo du hergekommen bist. Why, fragt er noch. Ich glaube, ich spinne. Auf Wiedersehen. Hoffentlich nicht in absehbarer Zeit. Der nächste, bitte. Fließbandarbeit. Ich sehe aus der Entfernung jetzt schon. Habe ich schon so langsam so ein geschultes Auge bekommen. Man sieht direkt schon den Plattfuß hinten links. Plattfuß hinten links. Scheiben sind bis auf eine alle in Ordnung. Vorne keine Stoßstange. Können wir direkt ankreuzen. Plattfuß, kaputte Scheibe, keine Stoßstange. Dann schauen wir mal. Ich habe es natürlich schon wieder vergessen. HZY ist hier schon mal nicht dabei. Dokumente her. Okay. Schauen wir doch mal. Gut, das ist jetzt auch, der ist auch nicht auf dieser Infotafel hier. Dann muss es ja dann der folgende sein. Wir schauen schon mal, kann man das, haben wir schon irgendwie HZY? Ja, genau, das wird dann, den werden wir mal ordentlich zerlegen, den Kollegen hier. Vermutlich in den Reifen, wir werden ihm alle Reifen platt stechen und auch sonst wahrscheinlich alles auseinandernehmen. Ganz klar. Aber wir arbeiten erstmal den Kollegen hier ab. Das ist eh ein Einheimischer, schauen wir nicht so genau hin. Akaristan, der hat auch den Zugangsdingens da nicht dabei. Das ist noch in Ordnung. Wiegen werden wir ihn natürlich trotzdem. Name passt, Bild passt. Aufs Nummernschild schauen wir natürlich trotzdem, auch wenn er nur hinten eins hat. 71,53. Ah, stimmt auch nicht. Okay. Dann kann ich ihn fast nicht reinlassen, ne? Also Nummernschild, wenn das nicht stimmt, das ist auf jeden Fall ein Ausschlusskriterium. Der fliegt raus. Wo haben wir es? Das hier. Das kannst du vergessen, Kollege. Wir wiegen 1290. Oh, das könnte aber. Ja, wobei, das ist dieser 4x4. 1290. Ja, ist noch drunter. Reicht mir eigentlich schon. Wir schmeißen ihn raus. Ganz klar. Auch wenn es ein Einheimischer ist. Und tschüss. Bam. So, ich kann es kaum erwarten, den nächsten reinzulassen, weil dem werden wir jetzt mal ordentlich hier. Den werden wir ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, den Kollegen. Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon reingelassen? Haben wir überhaupt in dieser Folge schon einen reingelassen? Ich glaube einen, oder? Die meisten fliegen wieder raus. Kein Mitleid. Gnadenlos. 140, das heißt, wir haben nicht alles erwischt, aber ich habe dann auch nicht mehr so genau hingeschaut. Vehicle Weight, tatsächlich, das hat nicht gestimmt. Habe ich nicht so genau aufgepasst irgendwie. Offenbar. Registration Number hatte ich doch angekreuzt. Aber wie auch immer. So, Entscheidung war auf jeden Fall richtig. Darum geht's. Der nächste bitte. Und auch der letzte Kollege des Tages. Ich freue mich schon drauf, die Handschellen zu zücken. So, wir fangen mal langsam an. Eins, zwei kaputte Scheiben. Wird gleich mal notiert. So. Beleuchtung scheint in Ordnung zu sein. Da fehlt der Rückspiegel. Wo ist es? Erstmal optische Kontrolle. Da vermisse ich allerdings auch eine Stoßstange. Da ist noch ein Licht im Eimer. Missing Bumpers. Und Broken Light. Na gut. Da werden wir dann, glaube ich, den hier brauchen. So, raus da! Komm! Oh, jetzt kann ich ihn nicht mehr anklicken. Muss ich jetzt warten, bis er sich beruhigt? Oh, war das ein Fehler vielleicht? Scheiße. Okay, Moment, ich ziehe mich mal zurück. Ich glaube, er hat sich beruhigt, oder? Kann ich jetzt wieder mit ihm sprechen? Okay, geht. Gut. Gleich mal raus hier. Aussteigen. Mit der Frisur kommst du sowieso nie in mein Land. Das kann ich dir nochmal. Das ist schon mal direkt Ausschlusskriterium. Und Dokumente her. Ja, damit. So, um maximalen Profit zu erreichen, schauen wir natürlich auch auf den Rest ein bisschen genauer. Das ist noch alles im Rahmen. Er dürfte also noch rein. Efsai Radiani. Efsai Radiani. Das passt alles zusammen.
Republic of Kagastam. Da schauen wir natürlich auch mal kurz drauf, ob der Ausweis in Ordnung ist. Republic of Kagastam. Ich würde sagen, das passt alles. Da war bislang noch kein Fehler dabei. Also Farben und der Stempel, das war immer alles in Ordnung hier. Gut, dann schlitzen wir eben mal die Reifen auf hier. Kraft meines Amtes. Schauen wir mal nach. Aha, Waffenschmuggel. Ich glaube, ich spinne. Okay, schau mal, kommt da noch mehr raus? Nee, das war's. Beim letzten Mal haben wir ja tatsächlich also drei Stück übersehen. Was mich wirklich gewundert hat. Ich habe dem ja wirklich alles aufgeschlitzt, was ich aufschlitzen konnte. Oh. Das Werkzeug ist gleich kaputt, sehe ich gerade. Scheiße. Das hält nicht viel aus. Seht ihr rechts oben, das hat so einen roten Balken. Dann sehen wir mal zu, dass wir jetzt zumindest jetzt alle Reifen aufstechen. Reicht das schon? Also man sieht es ja schon. So, Geld. So, jetzt ist das Werkzeug kaputt. Verdammt. Kann man auch ein anderes hernehmen? Ich meine, theoretisch müsste man mit dem Eispickel so einen Reifen auch kaputt machen können. Aber es scheint tatsächlich nicht zu funktionieren. Aber gut, ich hoffe mal, dass ich aus den Reifen alles rausgeholt habe. Es würde mich aber wundern, wenn das jetzt schon alles war. Und scheiße, der hat doch auch einen Ersatzreifen, oder? Da ist ja garantiert auch noch was drin. Wo ist der Ersatzreifen? Hier. Da komme ich halt jetzt halt nicht mehr dran. Das ist ja super ärgerlich. Das andere geht auch nicht, oder? Hier die Brechstange. Messer. Nee. Okay, aber ich würde. Naja. Ah, da liegt ja auch noch was unten. Komme ich nicht dran? Oder gilt das schon als eingesammelt? Ah, doch, 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 doch. Das geht. Da noch irgendwo ein bisschen was weggeflogen vielleicht. Gehört zu der Waage. Haben wir eigentlich schon gewogen? Doch, das ist noch 3400. Schauen wir mal. Da schlitzen wir ihm auch noch auf, natürlich. Okay, da ist nichts. Also wahrscheinlich war es das auch. Also das wird nur der Kram aus den Reifen gewesen sein, aber... Machen wir mal Licht an. Schauen wir hier mal rein. Auch nichts zu sehen. Kann man den Motor auch kaputt machen? Ach, tatsächlich. Ja, dann ruinieren wir jetzt natürlich das ganze Fahrzeug hier. So viel kaputt machen, wie geht. Keine Gnade mit Drogenschmugglern. Was könnte man sonst noch? Es hieß ja, den Tank kann man auch irgendwie... Wo hat denn der seinen Tank? Hier würde ich sagen, ne? Tatsächlich den. Das war schon. Und jetzt müsste sich das ganze Diesel hier ergossen haben. Toll, gefällt mir. Super. Vielleicht hat er hier was drin. Schauen wir mal. Okay, da ist auch nichts gut. Ich glaube, mehr können wir nicht machen, oder? Jetzt weiß ich nicht mehr, wofür die Brechstange eigentlich gut war. Das habe ich einfach überlesen. Okay. Aber gut, ich meine, wir haben alles, würde ich sagen. Job erledigt. Dann sperren wir den Kollegen ein. Und hoffen mal, dass wir alles erwischt haben. Dann kriegt der andere Kollege jetzt auch mal Gesellschaft hier in seiner gemütlichen Zelle. Ab dafür. Und schottendicht. Sehr gut. 1560 haben wir aktuell. Da müsste jetzt noch ein bisschen was dazukommen hier. Was können wir mit ihm eigentlich veranstalten? Upgraden könnten wir ihn. Okay. Aber das funktioniert in der Demo-Version halt noch nicht. Na gut, da muss man das Zeug noch abliefern hier, würde ich sagen. Einmal hier die Liste durchgehen, alles einlagern. Sehr gut. Steht hier eigentlich dabei, was die Dinger machen können? Leider nicht, nee. Okay. Gut, schottendicht. Und dann muss man den Kollegen hier gerade nochmal bemühen. Oder er muss sich bemühen. Und hier einmal sauber machen, einmal aufräumen. Und dann schauen wir mal, aber... Smuggled for, found for. Also wir haben tatsächlich alles gefunden. Sehr gut. Wunderbar. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Accuracy 100%. Sehr gut. Maximaler Erfolg. Gut. Dann soll es das auch schon wieder gewesen sein für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns morgen wieder zum nächsten Arbeitstag hier bei meinem wunderschönen neuen Arbeitsplatz. Bis dahin, macht's gut.